Hallo und herzlich willkommen, ihr seid richtig, hier ist Optionsstrategien TV, mein Name ist Jens Rabe und heute geht es weiter mit einer weiteren Strategie und nachdem wir in einem der letzten Videos ja bereits den Short Strangle besprochen haben, kommen wir heute mal zu seinem Gegenstück, nämlich zum Long Strangle. Der Long Strangle ist eine Strategie, die von mir persönlich nicht allzu häufig angewandt wird. Also ich habe sicherlich in den letzten 10 Jahren vielleicht 3 oder 4 Mal diesen Long Strangle gehandelt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, dass man versteht, was ist ein Long Strangle, für was kann man ihn einsetzen und was sind die Dinge, die man ganz einfach bei einem Long Strangle beachten muss. So. Was ist das jetzt erstmal überhaupt? Gehen wir wieder davon aus, wir haben hier einen Preisverlauf und jetzt würde man bei einem Long Strangle einfach sagen, ich kaufe, also das Long steht ja immer für, ich kaufe eine Option. Jetzt kauft man hier oben also einen Call und man kauft einen Put auf der Unterseite. So. Würde man das genau am Geld machen mit At-the-Money-Optionen, dann wäre es ein Straddle. Darüber sprechen wir in einem anderen Video. Heute geht es mal um den Long Strangle. Das heißt also, wir kaufen Optionen, die out of the money sind. So, und das ist natürlich schon mal der erste Punkt, wo mein Verkäuferherz, und zwar Premium-Verkäuferherz, natürlich ein bisschen Probleme hat. Wenn ich schon mal Optionen kaufe, dann kaufe ich persönlich nicht sehr, sehr gern Optionen weit aus dem Geld. Denn überlegen wir mal, wenn wir jetzt hierher gehen würden und würden sagen, okay, wir kaufen Optionen mit einem Delta von 10, dann bedeutet das ja auch, dass jede einzelne Option ja nur die mögliche oder nur eine Wahrscheinlichkeit hat von 10%, dass das Underlying, dass der Preis des Underlyings am Verfallstag oberhalb dieses Strikes oder eben beim Put unterhalb des Strikes sich befindet. Das heißt, wir können, wenn jemand Long Strangles handeln will, natürlich nicht von denselben Bedingungen ausgehen wie bei einem Short Strangle. Das bedeutet also, wer schon sowas macht, der muss hier definitiv die Deltas erhöhen, also vielleicht eher Delta 30 oder vielleicht sogar 40 kaufen. Auch hier sollte das wieder gleich sein. Und damit man überhaupt die Chance hat, Geld zu verdienen. Und jetzt können wir uns schon vorstellen, was heißt das aber, wenn wir sagen, wir kaufen Optionen mit einem Delta von 30 oder 40. Das bedeutet natürlich auch, die sind auch entsprechend teuer. Wer das also, egal ob im Aktien- oder im Future-Optionsbereich macht, der kann ja mal nachschauen, was kostet denn eine Option mit Delta 30 oder mit Delta 40. Und da wird er sehen, oh, die sind ja gar nicht mal so billig. Jetzt gibt es natürlich noch etwas, was bei solchen Strategien oder beziehungsweise was überhaupt bei jeder Long-Strategie natürlich immer etwas negativ ist, nämlich das ist der Zeitwertverfall. Wenn wir Optionen verkaufen, dann ist jeder Tag, der vergeht, für uns ein Vorteil, weil der Zeitwert, der jeder Option innewohnt, natürlich mit jedem Tag etwas weniger wird. Optionskennzahl Theta, ne, baut sich jeden Tag ein wenig ab. Jetzt ist es aber natürlich so, wenn ich eine Option kaufe, auch die verliert jeden Tag ein wenig an Wert aufgrund des Zeitwertes. Und deswegen ist es natürlich so, dass hier der Zeitwertverfall bei einem Long Strangle von Beginn an immer gegen mich arbeitet. Das heißt, ich verliere jeden Tag ein wenig durch den Zeitwertverfall und das muss ich durch andere Dinge ausgleichen. Deswegen macht es auch nicht allzu viel Sinn, wer einen Long Strangle anwendet, dass er sehr kurze Restlaufzeiten der Optionen kauft, weil wir wissen ja, je kürzer die Restlaufzeit, umso stärker ist der Zeitwertverfall und deswegen muss man eben länger laufende Optionen kaufen. Das heißt, jetzt vielleicht im Bereich der Aktien sicherlich ab 3 Monate aufwärts. Und auch bei Future-Optionen würde ich hier sagen, Minimum 3, 4, 5 Monate aufwärts, manchmal sogar 12 Monate oder länger, muss man solche Optionen dann kaufen, damit einfach der Zeitwertverfall nicht so wirkt. Selbst wenn man sagt, ich möchte diesen Trade vielleicht nur 14 Tage haben, aber man sollte relativ langlaufende Optionen aus meiner Sicht herausnehmen. Ich weiß, da gibt es andere, die sagen, nein, nimm halt ganz kurze, weil das sind die Optionen billig. Denn das ist natürlich der Nachteil, wenn ich sehr langlaufende Optionen kaufe und die dazu noch ein hohes Delta haben, dann kosten die natürlich entsprechend viel
in rein absoluten Zahlen ausgedrückt. Das heißt, das kann dann bei einer Future-Option, kann so ein Long Strangle, vielleicht jetzt im Öl oder im Gold, auch mal schnell ein paar tausend Dollar kosten pro einzelnen Strangle, den man handelt. Das heißt, für ein kleines Konto wird das in der Regel nicht so sehr sinnvoll sein, das Ganze zu machen. Warum macht man das jetzt überhaupt? Und da können wir uns mal hier ganz kurz das im P&L-Diagramm anschauen. Wir beginnen ja, weil wir hier eine Prämie bezahlen müssen, beginnen wir ja immer erstmal im negativen Bereich. Also wenn hier die 0 ist, dann wissen wir, hier unten verlieren wir Geld, hier oben gewinnen wir Geld. Und wenn wir eben jetzt sagen, hier ist der Strike des Puts, dann beginnen wir eben von mir aus hier. Und hier ist der Strike des Calls, dann beginnen wir hier. Das heißt, wir haben am Anfang erstmal eine Prämie, die wir aufwenden müssen. Es gibt ja Strategien, immer wenn man etwas verkauft, dann also Optionsstrategien, wo man Prämie verkauft, dann bekommt man Geld, und also sogenannte Credits, und wenn man eben, oder heißt dann auch Credit Spread, und wenn man eben Geld am Anfang aufwenden muss, dann ist es ein sogenannter Debit Spread in dem Falle, und das heißt, hier sind wir am Anfang erstmal im Minus. So, warum macht man das jetzt überhaupt? Grund könnte natürlich sein, dass man sagt, okay, ich habe hier eine lange Seitwärtsbewegung in einer Aktie, und von was können denn überhaupt Long-Optionen profitieren? Es gibt nur zwei Punkte, von denen Long-Optionen profitieren können. Das eine ist eine starke Bewegung des Underlyings. Das heißt, das Underlying hier, das muss sich schnell bewegen. Da muss es eine schnell oder es muss eine heftige Bewegung geben. So. Und zum anderen müssen wir natürlich, oder ist es immer optimal, wenn wir einen Anstieg der Volatilität haben. Das heißt also, einen Long Strangle würde man immer aufsetzen in einem Umfeld sehr niedriger Volatilität. Wenn also die Optionen nicht viel kosten, wenn sie billig sind, und wenn man gleichzeitig erwartet, dass das Underlying sich plötzlich sehr, sehr stark bewegen wird. Und dann macht man einen Long Strangle, wenn man sagt, okay, ich weiß nicht genau, in welche Richtung es sich bewegen wird. Also, ich glaube, den letzten Long Strangle, den ich gemacht habe, das war im japanischen Yen, das ist einige Jahre her, und da war es ganz einfach so, da hatte man eine extrem niedrige Volatilität im japanischen Yen, und man wusste, da gibt es demnächst wieder eine Ankündigung der Bank of Japan über ihre Notenbankpolitik, über ihre Währungspolitik, und der japanische Yen neigt dazu, sich sehr schnell, sehr stark zu bewegen. Und da habe ich ganz einfach gesagt, okay, dann kaufe ich hier so einen Long Strangle. Das heißt, ich habe einen Call gekauft, ich habe einen Put gekauft, und meine Erwartungshaltung war jetzt ganz einfach, nachdem der Preis lange seitwärts war und wir eine niedrige Volatilität hatten, dass eben dann der Preis sich plötzlich und schnell bewegen wird. Nämlich nachdem dieses bestimmte Ereignis kommt. So, und also das heißt, dass so, und dann sollte sowas passieren. Oder von mir aus auch sowas. Weil wir müssen natürlich eins machen. Wenn der Preis stark nach oben geht, wissen wir, werden wir mit dem Call etwas verdienen. Wir werden aber mit dem Put verlieren. Und der Gewinn des Calls muss also über den Anstieg der Volatilität so groß sein, dass er den Verlust im Put mit ausgleicht. Und das sehen wir aber schon, das sind jetzt also einige Wenn und Dann und Dürfte dabei. Das heißt, so leicht ist es nicht, mit Long Strangles Geld zu verdienen. Es muss schon etwas Besonderes sein. Vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, gab es im Internet, hat jemand so einen Börsenbrief gehabt, und der hat immer Long Strangles gemacht. Das heißt, er hat Calls gekauft und Puts gekauft auf Aktien, mit Aktienoptionen. Und die Begründung war immer, naja, wenn wir sehen, dass die Volatilität jetzt im untersten Drittel des letzten Jahres ist. So, also er hat sich immer die implizite Volatilität eines Jahres angeschaut, und wenn die im untersten Drittel war, dann hat er Optionen gekauft, weil er gesagt, dann muss die sich ja mal irgendwann bewegen. Das Problem dabei ist allerdings nur, und deswegen hat diese Strategie auch nicht funktioniert, wir haben das mal hier bei uns backgetestet, und es kann definitiv nicht funktionieren. Das Problem ist natürlich einfach, dass man braucht für die Bewegung immer einen Katalysator. Das heißt, nur zu sagen, weil es jetzt lange seitwärts ging, jetzt muss ja mal irgendwas passieren. Das ist natürlich Blödsinn, weil was ist denn, wenn sich das nochmal 3 Monate seitwärts bewegt? Dann habe ich so viel Zeitwertverlust, dann nützt mir das nichts. Das heißt, ich brauche immer einen Katalysator, ein Ereignis. Und deswegen nutzen Händler sowas zum Beispiel, um zu sagen, okay, wir haben jetzt, wenn die Volatilität nicht angestiegen ist, wir haben jetzt demnächst irgendwelche Meetings, von mir aus im landwirtschaftlichen Bereich,
Bereich, die Ankündigung der USDA über Erntezahlen und so weiter. Allerdings muss man natürlich sagen, oftmals ist es natürlich auch so, dass sehr viele Händler sich im Vorfeld solcher Optionen natürlich damit in solcher Ankündigung mit Optionen eindecken, was wiederum die Volatilität schon hochtreibt. Das heißt, diese Kombination zu finden, ich habe demnächst ein binäres Ereignis, einen Katalysator, der eine Preisbewegung auslösen könnte und gleichzeitig immer noch niedrige Volatilitäten, das ist halt sehr, sehr selten. Wenn man es mal findet, dann kann man das durchaus nutzen. Und wenn man dann sagt, okay, binäres Ereignis ist eben nicht eingetreten, die Ankündigung war quasi Non-Event, dann löst man den ganzen Trade halt wieder auf. Wenn man relativ lange Laufzeiten gekauft hat, hat man auch in diesen paar Tagen da auch keinen großen Zeitwertverlust. Und hier also im Diagramm sieht das also so aus, wir haben natürlich dann hier irgendwo einen Break-Even-Punkt, sowohl nach oben als auch nach unten. So, und das heißt, so würde das Ganze dann entsprechend nach oben gehen. Und wir sehen aber natürlich auch, also erst dann hier, würde man hier Geld verdienen und hier würde man erst Geld verdienen. Ne? Also immer anhand der Linien und nicht hier drin. Also das hier, da verdient man natürlich kein Geld, sondern er muss eben dann wirklich über einen bestimmten Bereich ansteigen und er muss unter einem bestimmten oder eben er muss unter einem bestimmten Bereich fallen, damit man Geld verdient. Also nicht, dass man denkt, hier okay, hier oben wird Geld verdient, sondern hier in dieser Zone wird halt Geld verloren und nur in der Zone hier und in der Zone hier wird Geld verdient. So, Longsprenge. Also, ich denke, ich werde vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren sicherlich mal den ein oder anderen Longsprenge machen, warum auch nicht, aber es wird definitiv nicht meine Basisstrategie werden und weil sie einfach einen negativen Erwartungswert im großen Ganzen hat. Hin und wieder gibt es eine Situation, wo man sagt, okay, dann kann ich das Ganze nutzen, aber auf Dauer gesehen wird man mit solchen Geschäften kein Geld verdienen, sondern man wird es verlieren, weil einfach die Wahrscheinlichkeiten der Erwartungswert dagegen spricht. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt zu speziellen Strategien oder auch hier zum Long Strangle, dann schreibt mir eure Kommentare unter das Video, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut.